Namaste. Ich durfte gerade eben ein wunderbares Channeling von Mutter Maria empfangen. Es geht wirklich um die Vereinigung der männlichen und weiblichen Energie. Es ist gerade in dieser Vollmondzeit ganz besonders präsent und wird wirklich von den kosmischen Ebenen unterstützt. Aber ich denke, es ist eigentlich eine Meditation, die wir zu jedem Zeitpunkt immer und immer wieder wiederholen können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Segen und Freude mit dem Channeling. Ich grüße euch mit meiner ewigen, bedingungslosen Liebe. Ich umarme und durchflute euch mit meinem Licht. Ich bin Mutter Maria. Es ist wahrlich eine Zeit, in der es darum geht, besonders nun in diesem nahenden Vollmond, an dem sich die Scheibe einmal mehr wiederum rundet und in ihrer Vollkommenheit sich sichtbar macht und zeigt. Und an diesem besonderen Tag dürft ihr euch wie jeden Tag daran erinnern, wie vollkommen ihr seid, wie vollkommen euer Kosmos ist, wie vollkommen jeder Atemzug ist und dass alles, was bislang geschah, ausnahmslos alles, nötig war, damit sich die Scheibe, die Mondin, auf diese Art und Weise, auf diese einzigartige Art und Weise runden kann, wie ihr es in dem Moment erlebt, an dem ihr in den Himmel blickt. Wisset, geliebte Seelen, die Kraft des Mondes, die Vollendung ist immer gegeben, auch wenn sie für eure Augen nicht sichtbar ist. So wie sich Sonne und Mond gegenüberstehen und die beiden großen Aspekte der ersten Verdichtung, der Herauslösung aus der Quelle repräsentieren, die männliche und die weibliche Energie. So erlebt ihr in so vielen Unterbereichen diese Gegensätze, die leider noch oft nicht in dem erkannt werden, was sie sind, sondern als Spaltung empfunden werden. Einst habt auch ihr euch, geliebte Seelen, aus der Quelle herausgelöst, um Erfahrungen zu machen. In einem menschlichen Körper beispielsweise. Und um diese Erfahrung machen zu können, habt ihr euch getrennt und habt euch entschieden, einzutauchen in das Vergessen, wer ihr seid. Und diese Reise aus der Quelle in diese Ebene hinein umfasst so viele Stationen und Schichten, so viele Abzweigungen und Prägungen, die jetzt in diesen Moment führen, in dem ihr euch selbst erlebt. Wonach die Sehnsucht ruft, ist diese Trennung zu überwinden, diese Spaltung zu überwinden, heimzukehren in die immerwährende Quelle allen Seins, an den Ort, an dem alles gut ist. Und der Ort, an dem alles gut ist, ist Gott. Und diesen Ort, geliebte Seele, trägst du in dir. Ihr seid wahrlich gesegnet in dieser Zeit. So ihr all diesen Weg zurückwandern wollt in die Quelle mit all seinen Abbiegungen und Ausbuchtungen und Abzweigungen, und Unterspaltungen und Oberspaltungen, so werdet ihr wahrlich lange beschäftigt
Und das ist auch die alte Energie, das Anschauen so vieler Aspekte, sie reinzuintegrieren, sie zu lieben, sie zu anzunehmen. Und das ist wunderbar. Eine jede Abzweigung, die wieder in die Heimat zurückkehren darf, in den ursprünglich einfachen, direkten Weg, ist ein Wunder und ein Geschenk und zeugt von so viel Mut und Gnade, geliebte Seelen, die ihr euch selbst schenkt. Doch in dieser Zeit schreit wirklich ein jeder, eine jede Seele nach Heilung, nach Erlösung, nach Überwindung dieser Trennung aus dem Paradies, nach dem Herauslösen aus den Ängsten vor dem, was vielleicht morgen sein wird. Und es bedarf wahrlich einer großen Heilung, geliebten Seelen, die alle diese Abzweigungen und Unterheilungen, so könnte man es nennen, beinhaltet. Es ist die Vereinigung der ersten Spaltung. Es ist die Vereinigung der männlichen und weiblichen Energie in einer jeden Seele. Und ihr könnt nun diese Spaltung, diese Trennung in euch auflösen und diese Einheit in euch zusammenführen, verschmelzen und damit für den gesamten Kosmos. So du das möchtest, stelle dir vor, wie du selbst wie ein Lichtstrahl dich aus der Quelle herauslöst. Dieser Lichtstrahl ist wie eine Säule, die Himmel und Erde verbindet, mit der Ursprungsintention, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und nun nimm wahr, diese Säule, die du bist, sie vibriert, dehnt sich aus, will sich erfahrbar machen. Und in dieser Säule nimmst du nun zwei Flammen wahr. Vielleicht kannst du auch die beiden unterschiedlichen Farben dieser Flammen erkennen. Wenn du dir vorstellst, auf der rechten Seite der Säule lodert die Flamme, die die männliche Energie repräsentiert. Auf der linken Seite deiner Lichtsäule lodert die Flamme, die die weibliche Energie repräsentiert. Beobachte nun, wie sie sich immer weiter voneinander entfernt haben, so weit, dass es schwer ist, mit dem beobachtenden Auge beide gleichzeitig zu erfassen. So wende nun deine beobachtenden, liebenden Augen der rechten Flamme zu, indem du nach rechts blickst. Und deine Aufmerksamkeit der männlichen Energie, der männlichen Flamme schenkst. Welche Farbe hat sie? Wie rein und klar lodert sie? Wie hell leuchtet ihr Feuer? Vielleicht nimmst du wahr, dass sie noch nicht einmal mehr die Hälfte der Säule ausfüllt mit ihrem Licht. Vielleicht sogar noch weniger, vielleicht auch etwas mehr. So viel Kampf. So viel stark sein müssen. So viel Druck hat das Licht, das Leuchten dieser Flamme
schwächer gemacht und schwächer. Doch wenn du in diese Flamme hinein fühlst, schaust, hörst, so ist da immer noch der Funke, umgeben von viel Asche, von viel Schmutz, der in diese Flamme hineingeworfen wurde, von so viel Eisen, von so viel Blech, all die Rüstungen, die der mutige Krieger getragen hat, sich abzupanzern, sich abzuschirmen, sich zu isolieren von seinem Funken. Nimm wahr, die Flamme deines heiligen inneren Mannes. Nimm sie wahr, wie es um sie steht in diesem Augenblick. Dann wende deine Aufmerksamkeit, deine beobachtenden Augen nach links, zu der Flamme, die die Weiblichkeit repräsentiert. Nimm wahr, wie hell leuchtet ihr Licht, wie ist ihre Farbe, welche Impulse bekommst du, wie weit füllt sie die Lichtsäule aus, wie schwach oder stark ist das Feuer in ihr, der Funke. Vielleicht nimmst du sie auch kaum noch wahr. Unter all dem Erniedrigungen, der vermeintlichen Schwäche, die dem hingebungsvollen, liebenden Teil der göttlichen Energie zugesprochen wurde, der Verleumdung, dem Schmerz, dem Kummer. Beobachte, wie es um die Kraft deiner inneren Frau, deiner Intuition, deiner Anbindung steht. Und wenn du genau beobachtest, so weißt du, dass auch ihr Funke niemals erlischt, dass er verborgen ist unter dem Ballast so vieler Jahre, so vieler Leben, so vieler kollektiver Unterdrückungen. Gehe nur mit deiner Aufmerksamkeit und so du magst, mit deiner ganzen Präsenz, mit deinem physischen Körper in die Mitte der beiden Flammen. Strecke deine Hände aus, die rechte zu der männlichen Flamme, die linke zu der weiblichen Flamme. Verbinde nun dein Herz mit der göttlichen Quelle. Sonne und Mond. Und nimm nun mit einem tiefen Einatmen die bedingungslose Liebe der göttlichen Quelle, die immer dir zur Verfügung steht, und atme sie in dein Herz. Und lasse mit dem Ausatmen durch deine Hände einen Strom in die rechte männliche Flamme und einen Strom in die linke weibliche Flamme gleichzeitig fließen. Und reiche mit diesem Ausatmen, indem du deine Hände verlängerst, deinen Atem der Liebe, deine Hände der Liebe, deine Präsenz der Liebe
deinem inneren Mann und gleichzeitig deiner inneren Frau. Verbinde sie in deinem Herzen. Ununterbrochen durchströmt nun die bedingungslose Liebe der Quelle durch dich und fließt von deinem Herzen mit jedem Atemzug, mit jedem Ausatmen nach rechts zu deinem inneren Mann, nach links zu deiner inneren Frau gleichzeitig. Mit jedem Einatmen vergrößerst du die Liebesfrequenz, die durch dein Herz zu den beiden Flammen strömt. Und mit jedem Atemzug rücken sie näher und näher aufeinander zu. Atme so, wie sie sich dir immer mehr annähern. Nimm deine Hände symbolisch immer mehr zurück. Halte sie, geleite sie langs, sanft und liebevoll in dein Zentrum. Verbinde nun deine Hände und lege sie auf dein Herz. Und mit dem nächsten Atemzug nimm nun wahr, erkenne und wisse, dass sich nun beide Flammen, die männliche und die weibliche Energie, dein innerer Mann und deine innere Frau, zu einer einzigen göttlichen Liebesflamme vereinen, die nun lodert, hell und klar, die jede Trennung überwindet und in dieser Vereinigung, in dieser kosmischen Vereinigung von Gott und Göttin in dir, geliebte Seele, gebierst du nun die neue Zeit, die Überwindung der Trennung, die Heilung der Trennung, die Heilung einer jeglichen Spaltung. Du bist das Licht, geliebte Seele, dass diese beiden Flammen in vollkommener Harmonie in sich trägt. Genieße diese Vereinigung, diese kosmische Hochzeit in dir, in deiner Lichtsäule und nimm wahr, wie sich diese Flammen durchdringen, durchfluten, durchströmen, in aller Sanftheit, in aller Liebe. Und wisse, in diesem Augenblick geschieht eine solch große Heilung in dir und in dem gesamten Planeten, die alle Trennung, alle Spaltung auflöst. Spürst du die Einheit? Siehst du die Einheit? Empfängst du die Einheit dieses kostbaren Momentes? Genieße diese Kraft, geliebte Seele. Genieße diese Energie. All das geschieht jetzt in dir und gleichzeitig im gesamten Kosmos. Diese Vereinigung, diese Liebe, diese Heilung. Deine Säule ist verbunden mit Himmel und Erde. Und somit bringst du in dir, durch dich, den Himmel auf die Erde, die Liebe der Einheit, den Frieden der Einheit, die Verschmelzung dieser beiden großen Energien, die untrennbar zueinander gehören. Und es ist das größte Leid, das jemals geschah, dass diese beiden wunderbaren Energien, die untrennbar zusammengehören, anfingen sich zu bekämpfen und zu bekriegen.
Und das darf nun in die Einheit zurück, in die Heilung zurück. Untrennbar gehören diese beiden Flammen zusammen. Du bist diese beiden Flammen. Nimm nun wahr, wie sie nach oben hin verschlungen sind, wie sie nach unten in der Erde verwurzelt, immer noch verschlungen sind und wie sie in der Mitte des Verschlungenseins sich nun gegenseitig Raum geben, sich gegenüber in Liebe, in der Verbindung in der Quelle und in der Erde und dennoch eine jede Kraft für sich, wie sie sich liebevoll gegenüberstehen, im Gleichklang, in Harmonie, verbunden mit Himmel und Erde. Nimm nun wahr, welche Farbe dein innerer Mann, die Flamme deines inneren Mannes trägt, welche Farbe die Flamme deiner inneren Frau trägt. Schaue mit den liebenden Augen deines inneren Mannes in die liebenden Augen deiner inneren Frau und spreche in deinem Herzen die Worte: Ich sehe dich. Und nun schaue mit den liebenden Augen deiner inneren Frau in die liebenden Augen deines inneren Mannes und spreche noch einmal die Worte: Ich sehe dich. Lass nun aus dem Herzen deines inneren Mannes liebevolle Vergebung fließen in das Herz deiner inneren Frau für alles, was deine innere Frau dazu beigetragen hat, weil sie sich selbst nicht lebte, was zu dieser Spaltung beigetragen hat. Und nun lasse aus dem Herzen deiner inneren Frau in das Herz deines inneren Mannes Vergebung fließen für all das, was sein Anteil war, der zu dieser Spaltung beigetragen hat, weil er sich selbst und seine Essenz nicht lebte. Lass nun deinen inneren Mann und deine innere Frau, die immer noch nach oben in die Quelle verschlungen und verbunden sind und nach unten in der Erde dasselbe. Lasse beide sich die Hände reichen. Und lasse nun deinen inneren Mann zu deiner inneren Frau sprechen. Ich liebe und wertschätze dich und deine weibliche Kraft, deine Intuition, deine Hingabe an das Göttliche. Und ich ermächtige dich nun, dies vollumfänglich zu leben. Und ich beschütze dich. Lass nun deine innere Frau zu deinem inneren Mann sprechen. Ich liebe und wertschätze
deinen Mut, deine Klarheit, deine Entscheidungskraft, deinen Schutz. Und ich ermächtige dich hiermit, all deine männliche Kraft in Liebe zu leben. Nimm nun wahr, wie ein Strom der Liebe aus beiden Herzen sich beginnt zu verströmen, zu vereinen, wie die eine Energie die andere stärkt und die andere die eine. All das, geliebte Seele, bist du. All das, geliebte Seele, findet jetzt in diesem heiligen Moment in dir statt. Du bist der Raum, in dem das jetzt geschieht. Du bist die Geburt, das geliebte Kind, das dieses Neue jetzt in sich trägt und auf die Erde bringt, deinen Himmel auf die Erde, den göttlichen Plan für das große Ganze auf die Erde. Es bedarf dieser einen großen Heilung, dieser einen großen Vereinigung, und alle Trennung ist überwunden und aller Schmerz löst sich in Liebe. Alles Leid löst sich in Heilung, alle Trennung löst sich in Einheit. Das, geliebte Seele, ist wer du bist. Nutze diese besonderen Energien in diesen Tagen und alle Tage und feiere jeden Tag oder so oft du kannst diese heilige kosmische Hochzeit in deinem Herzen. Fühlst du die Liebe? Fühlst du die Einheit? Ich segne dich mit allem, was ich bin. Ich durchflute dich mit meiner Liebe, mit meiner männlichen und mit meiner weiblichen Flamme in verbundener und verschmolzener Einheit. Solange das Licht währt, bist du untrennbar verbunden mit der Quelle, unermesslich geliebt. Und das Licht währt ewig. Namaste.